Wer meine Videos verfolgt, hat eventuell bereits festgestellt, dass ich ein kritisches Auge habe, wenn es um Produktdesign oder generell Design geht. Lustigerweise aber meistens nur dann, wenn es um schlechtes Design geht. Naja, jedenfalls habe ich mich auf wiederholten Wunsch eines treuen Abonnenten mal wieder durch Reddit, genauer gesagt Crappy Designs, gewühlt und so einige Goldstücke gefunden. Ohne viel Gelaber fangen wir einfach direkt an. Viel Spaß! Solltest du mich bzw. Stillblue noch nicht kennen, dann gebe ich dir hier mal das erste Beispiel eines schlechten Designs. Dieses Malbuch für Kinder, den Film kennt ihr ja sicher alle, soll zum Ausmalen gedacht sein. Und ich gehe mal davon aus, dass es Malen für Einsteiger? Für Anfänger? Ich bin mal so frei und mal das mal aus. Das war's auch schon. Ja. Was sich derjenige, der dafür verantwortlich war, wohl gedacht hat? Die Sache ist, ich bin da auch gerne ganz offen und ehrlich, ich suche mir diese Fails aus mehreren Internetartikeln und natürlich aus Reddit zusammen. Dabei habe ich auch einen Fail innerhalb eines Fails gefunden. Eine andere Hunderasse wäre schwieriger anzumalen gewesen wäre. Was? Da hat wohl keiner mehr deinen Text gecheckt, Laura. Aber scheiß auf den Artikel, ich hole mir die Informationen lieber direkt von Reddit. Okay. Also, wir machen hier einen Strich, da kommt das Dach hin. Ach so, ihr denkt, ich versuche hier Freestyle ein Haus zu malen? Nee, ich versuche es nachzumalen. Dieses extrem schlecht designte Haus gibt es nämlich wirklich. Wo dieses absolute Meisterwerk der Architektur steht, konnte ich leider nicht herausfinden. Und ich habe auch noch mehr so schlecht designte Häuser für euch. Kennt ihr das, wenn man in einem dieser Spiele, in denen man bauen kann, mit dem Haus fertig ist und aber dann trotzdem noch unbedingt irgendwo einen Schornstein einbauen möchte? Einfach, weil man es kann. Das hier sieht genau so aus, als hätte man den Schornstein da irgendwie schlecht in die Wand reingeklippt. Ähnliche Situation in diesen Spielen. Man will unbedingt einen Zaun bauen, hat ihn auch schon zur Hälfte fertig und dann gehen einem die Materialien aus. Aber mal ohne Spaß, wenn das so gewollt ist, dann macht das auf jeden Fall wenig Sinn. Da könnte man ja schon mit einmal Beinheben drüber steigen. So, der Hamburgerladen ist jetzt endlich fertig. Jetzt fehlt nur noch ein cooles Schild, ein Banner über dem Laden, der uns repräsentiert. Uns als Burgerladen. Was? Ein Designer für sowas kostet Geld? Nein. Ich mach das selbst. So in etwa stelle ich mir den Gedankengang vom Besitzer vor. When quality is not an option. Ja, von dem würde ich mir mein Bart auch remodellieren lassen. Ganz bestimmt. Wenn Qualität keine Option ist, da fallen mir doch direkt ein paar YouTube-Kanäle ein. Aber ich werde mal keine Namen nennen. Ja, es ist günstiger, ein Buch zu drucken, das keine Farben beinhaltet, aber in diesem Fall ist das doch sehr ungünstig, denn so viele einzelne Elemente in so einem Kreisdiagramm irgendwie herauszusehen ist ja schon schwer, aber wenn man sie durch Farben unterscheidet, dann sollte man sie auch in den jeweiligen Farben darstellen. Oder? Ja, natürlich. Ich glätte mein Haar auch immer beim Autofahren. Nehme beide Hände vom Lenkrad und glätte dir die Haare, während du mit 180 Sachen auf der Autobahn entlang ballerst. Gut, okay, von mir aus. Das Auto könnte vielleicht auch irgendwo am Rand stehen, aber trotzdem, wer braucht ein 12 Volt Haarglätteisen fürs Auto? So, why? Why? Und hier haben wir ein schönes Beispiel für Font Art, irgendwie so nennt man das. Bois Ntap Apple Etite. Und natürlich wissen wir alle, dass es Bon Appetit heißen soll. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Und hier haben wir ein Berber. I want the burger. Und hier haben wir einen Burger mit Sauce on the outside, also mit der Soße außen dran. Je mehr man drüber nachdenkt, desto weniger Sinn ergibt das. Aber naja, gut. Jedem das seine. Hier hat sich einer nach Wohnungen umgeschaut und bei diesem Grundriss hat er sich zu Recht gefragt, wie kommt man in das obere Schlafzimmer rein? Vielleicht durchs Fenster? Ah, okay, kein Fenster. Ja, dann
Ist das vielleicht einfach ein Geheimraum? Ah. It's good to you. Was steht da? It's good to know your beautiful lawn is coming. Alter. Also an jeden, der gerne mal Text auf Bilder packt, so geht das nicht. Man sollte den Text immer gut lesen können, wenn ihr den irgendwo drauf packt. Hier hat sich der Designer einen kleinen Witz erlaubt und ich feiere es auf jeden Fall. Das ist die Garantiekarte, die bei seiner Brille dabei war, die ihm verschrieben wurde. Nicht nur haben sie die Schrift extrem klein gemacht, dass das jemand, der eine Brille braucht, um kleine Sachen zu lesen, auf jeden Fall ohne Brille definitiv nicht lesen kann. Und dann haben sie noch die Schrift in einer Farbe gemacht, die sich nicht wirklich vom Hintergrund abhebt. Fast schon die gleiche ist. Das heißt, purer Augenkrebs, das zu lesen. Shit. Aber ich muss doch sagen, ich find's lustig. Und wir sind auch noch nicht fertig mit den Häusern. Man weiß nicht, wie dieses Haus von innen aussieht und wie die Räume aufgeteilt sind. Aber why the fuck haben die so viele Fenster? Und warum haben die die so asymmetrisch da platziert? Why? Why? Der Typ, von dem sie sagt, dass du dir keine Sorgen um ihn machen musst. Und du? Da haben sich den Kostümdesigner auf jeden Fall keine Mühe gegeben. Sowas ist schon irgendwie lustig, aber so random, dass ich es definitiv nicht kaufen würde. Diese Schüssel ist nicht dreckig. Diese Schüssel ist so designt. Das soll so aussehen. Das heißt, es hat jemand eine Schüssel designt, die man kaufen kann, die so aussieht, als wäre sie ständig dreckig. Egal, wie oft du sie wäschst. Guckt euch mal dieses Bild an. Fällt euch irgendwas auf? Die Caption ist einfach, sounds familiar, but I just can't seem to put my finger on it. Ich werde es nicht vorlesen. Wenn ihr das nicht gesehen habt, einfach nochmal zurückspulen, genau gucken. Da ist die Caption lustiger als das eigentliche Bild. Wer macht ein Kinderbuch? Ja, ein Kinderbuch wird ja, da sitzen ja Leute dahinter. Wer macht so ein Buch, macht da einen Screenshot rein, mit dem Gedanken, dass das in dem Buch dann abspielt. What? Alleine schon der Gedankengang macht keinen Sinn. Und darunter steht noch, pause the video and write notes about techniques and ideas that impress you as you view. What? This is a fucking book. Das ist ein Buch. Wie soll ich denn da jetzt das Video abspielen? Ja, so eine Scheiße, Mann. Die Leute, die das Buch rausgebracht haben, mit so Leuten würde ich echt gerne mal sprechen. Der Verfasser dieses Posts freut sich, dass in seiner Stadt endlich eine Fahrradspur eingerichtet wurde. Ich konnte leider nicht herausfinden, in welcher Stadt das ist, aber die Stadt oder die Leute, die das gebaut haben, scheinen nicht sonderlich schlau zu sein. Ich sehe auch keine Straßenlaterne, das bedeutet, wer da im Dunkeln langfährt und diesen Stein nicht sieht, der hat ein ziemliches Problem. Oder dieses Design hier. Was soll das heißen? Theoretisch. Und das ist dann der Theoriestuhl. Ah, okay. Schon eigentlich eine ganz geile Idee. Falls ihr so einen haben wollt, www.stilby.de. Irgendwie habe ich das Gefühl, der verkauft nicht nur Kaffee. You're goddamn right. Ach ja, ich könnte das irgendwie den ganzen Tag da durchscrollen. Aber für eine Folge haben wir leider nicht so lange Zeit. Ich könnte mir aber das Reddit-Thread in einem Stream mit euch zusammen angucken. Hättet ihr da vielleicht Bock drauf? Ich verlinke mal meinen Twitch-Kanal in der Videobeschreibung. Wenn ein paar Leute unter dem Video schreiben, dass sie darauf Bock haben, dann werde ich den vierten Teil Design Fails auf Twitch streamen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, mach den Like-Button blue, falls nicht, schreib mir warum. Wenn du auch ein Videothema hast, das du unbedingt sehen willst, dann schreib mir auch das jederzeit in die Kommentare. Sowas motiviert mich immer sehr. Ich lade momentan nicht mehr jede Woche ein Video hoch, sondern eher so alle 2-3 Wochen. Eine Erklärung dafür folgt in einem Extra-Video. Wenn du daran aber jetzt schon etwas ändern möchtest,
oder einfach nur Bock auf mehr Blue-Videos in der Woche hast, dann schau doch mal auf www.stillblue.de vorbei oder in der Videobeschreibung auf dem PayPal-Link. Hier kommst du jetzt noch zu dem neuesten Video auf dem brandneuen Kanal Still Crypto. Schau da gerne mal vorbei, wenn du an Geld verdienen, investieren oder auch nur generell an Kryptos interessiert bist. Dieser neue Kanal ist ein Nebenprojekt von mir, also selbst wenn du kein Interesse an den Themen hast, könntest du ja trotzdem abonnieren, um mich ein bisschen zu unterstützen. Aber nur wenn du willst. Vielen Dank, dass du bis hierhin geschaut hast. Ich hoffe, dir geht's gut, pass auf dich auf, bleib gesund und wir hören uns dann wie immer beim nächsten Mal wieder. Reingehauen!